Halt die Hand. Von der ersten Sekunde an, wo ich eigentlich mit dem ganzen Bergsteigen angefangen habe, hat mich das Eis, das einfach das gefrorene Wasser so dermaßen fasziniert. Vor ganz vielen Jahren habe ich mal ein Bild gesehen, wo ein See zugefroren ist. Und auf dem ganzen See hat es ganz viele so Risse gehabt. Und mich hat das so fasziniert, das Eis, das einfach das gefrorene Wasser so dermaßen fasziniert. Das Bild, das ist gemacht worden in Sibirien, und zwar auf dem Baikalsee, auf einem von den grössten Seen, die es überhaupt nur gibt auf dieser Welt. Und ich denke, ja, irgendwann muss ich dort hingehen. Ich bin im Kanton Uri aufgewachsen, wo wirklich direkt hinten dran Berge sind. Meine zwei Brüder, der Mario und der Matthias, wir sind natürlich sehr aktiv gewesen. Wir sind auf 1700 Meter aufgewachsen und wir sind einfach so dankbar, dass unsere Eltern irgendwie uns die Möglichkeit gegeben haben, quasi machen, was wir wollen. Ich habe dann schon recht früh natürlich so ein bisschen einfach klettern und ich bin dann auch ein bisschen besser geworden. 2011 ist halt ja, ist ein spezielles Datum oder ein Jahr für mich, weil da bin ich die Eiger Nordwand in einer neuen Rekordzeit von 2 Stunden und 28 Minuten geklettert. Plötzlich bin ich ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden und rückblickend ist das natürlich ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben. Ja, das war so ein kleiner Startschuss für mich. Es gibt 3 grosse Nordwände in den Alpen. Und ich habe gedacht, ja, das wäre natürlich ein fantastisches Ziel, irgendwo das in diesen 3 grossen Nordwänden zu machen. Allein durchklettern, ohne Seil durchklettern und halt möglichst schnell. 2015 ist dann die Zeit gekommen. Ich bin die Nordwand vom Matterhorn in 1 Stunde und 46 Minuten durchgeklettert. Am Matterhorn war es noch etwas speziell, weil ich nur 1 Stunde 46 gebraucht bis auf den Gipfel und habe nachher länger gebraucht über einen Hörntliweg, über einen Normalweg wieder durchab. Die dritte, die Grand Choras, die ist dann immer in der Schweiz, die ist in Frankreich. Und im Vergleich zu Eiger und Matterhorn relativ viel Fels. Und ich bin recht ein schlechter Felskletterer. 1200 Meter in 2 Stunden und 4 Minuten klettern. Das war schon lässig, muss ich sagen. Von 550 Meter in 46,5 Minuten klettern, das ist schon... Ja, ich kann wirklich sagen, ich bin auf dem Gipfel gestanden und ich bin stolz gewesen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell sein kann. Die ganzen Projekte, wo es um Geschwindigkeit, um die höchsten Schwierigkeiten und vor allem natürlich Klettern ohne Seil geht, das ist klar, dass es extrem wirksam ist in der ganzen Öffentlichkeit. Das ist ein Teil von mir und für mich ist das ein wichtiger Teil. Ich mache das richtig gern. Und auf der anderen Seite, es ist nicht alles. Es gibt ein Leben nebendran, es gibt Projekte nebendran. Manchmal ist vielleicht der Drang nach etwas Neuem und so ein Abenteuer, wo man einfach weiss, hey, es kann sein, dass man gnadenlos scheitert. Dass man zum Beispiel nie irgendwo Möglichkeit findet zum Klettern.
dann habe ich an meinem Daddy gesagt, dass ich auf Sibirien gehe. Und dann, ja, so als Witz habe ich einfach so gesagt, ob er euch mitkommen will. Weil er geht in der Regel eigentlich nie zum Schächental aus. Also gut 60 und er war vielleicht zweimal in seinem Leben in einem Flugzeug gewesen. Und dann völlig überraschend hat er gesagt, er kommt ja eigentlich gerne mit. Was mich interessiert hat, das Land, Sibirien, Russland, die Grässe. Was du dir gesagt hast, ich gehe dann in Sibirien. Ja, jetzt mich eigentlich nicht mehr losgehen. Ich war absolut überrascht, weil ich nie gedacht, dass mein Daddy da mitkommt. Dann haben wir einen Tag in Moskau Aufenthalt gehabt. Mich interessieren ja so Stadt, Großstadt interessieren mich nicht so stark, aber trotzdem einen Tag finde ich es recht okay. Als wir am Anfang die Reise geplant haben, auf Sibirien zu gehen, in einen von den kältesten Orten, die es auf der ganzen Welt gibt, dann habe ich natürlich schon gedacht, das müsste doch möglich sein, dort noch Eis und richtige Winterbedingungen zu finden. Wir haben ja schon gehofft, dass es kalt ist, aber wir haben uns so gefreut, dass wir gedacht, yes, jetzt ist Winter, jetzt sind wir in Sibirien. Wir sind dann auf Listjanka gegangen, ungefähr 2 Stunden weg von der Grossstadt. Ja, das war ganz ein kleiner Markt. Und die haben vorwiegend natürlich Fisch. Fisch vom See. Alles, was man irgendwie öffnet, das Getränk oder die Lebensmittel, die sind blitzschnell beihart gefroren. In dieser Region von Südsibirien, wo wir waren, dort ist so vom November bis ungefähr im März ist eigentlich Dürrfrost. Also das heisst eine Durchschnittstemperatur von plus minus minus 20 Grad. Der ganze Baikalsee ist ungefähr gleich gross wie ganz Belgien. Und er ist nicht nur gross, er ist ja der tiefste See, den es gibt, und vor allem der älteste See. Der Baikalsee ist ungefähr 25 Millionen Jahre alt und mit 1600 Metern recht tief, oder? Am Anfang waren wir relativ stark südlich vom Baikalsee. Wir sind nachher mit Hilfe von so einem Hovercraft, also von so einem Luftkissenboot, sind wir auf der See rausgegangen. Unser Pilot, der das gefahren ist, der hat natürlich auch von Stolz erzählt, dass man da im Wasser und auf dem Eis oder auch teilweise Schnee fahren kann. Dort haben wir am Anfang gedacht, jetzt schauen wir, ob wir Eis finden. Dann ist es richtig bewusst geworden, dass es ganz schwierig wird werden, irgendwo nur einen kleinen Eiszapfen zu finden. Weil es hat fast keine Gebirge, es ist alles extrem flach. Es sind nur kleine Klippen und der obere Teil ist wieder ganz flach. Wo wir dann die ersten Schritte gemacht haben. Das war klar. Ich hatte natürlich meine Pickel dabei und ich musste einfach einmal pickeln. Ich musste schauen, wie es sich an. Ja, es war einfach lustig. Es hat natürlich keinen Sinn gemacht, aber irgendwie. Ich habe fast messen, oder? Wir
wir sind dann fast den ganzen Tag in dem Luftkissenboot einfach auf der Suche nach Eis. Und irgendwann haben wir sagen, ja, viel weiter können wir nicht mehr fahren, weil sonst reicht das Benzin nie mehr, um wieder zurückzukommen. Es ist nachher Nacht geworden. Und dann kommt der Moment, wo einfach das Luftkissenboot stillsteht. Und der Pilot hat dann einfach so gemeint, kein Benzin mehr. Wir haben keine Heizung mehr gehabt. Und das ist brutal, wie schnell das geht. Die Temperatur ist sofort durchabgegangen. Wir haben nachher über Funk ein anderes Luftkissenboot wieder bestellen. Das ist aber auch 2 oder 2,5 Stunden gegangen. Und wo wir ein Benzin gesehen haben, wo wir das wieder reingefüllt haben in unser Luftkissenboot, dann sind wir alle schon sehr, sehr erleichtert gewesen, dass es jetzt weitergeht. Nach der ersten Zeit haben wir dann entschieden, mehr nördlich zu gehen. Und ja, wir sind ungefähr 4 Stunden mit dem Auto gefahren. Und dann in der Hälfte von dem Weg haben wir noch so ein bisschen Menschenkulturen gesehen. Es hat dann so ein kleines Fest gegeben. Und es war eigentlich nur lustig gewesen. Ein bisschen touristisch, aber okay. In der Mitte vom Baikalsee ist so eine Insel, das heisst Olkhon Island. Und das ist die größte Insel auf dem Baikalsee. Und das war unser nächstes Ziel. Dort sind wir nachher mit den ganz normalen Autos oder mit diesen speziellen russischen Autos auf den See gefahren. Unglaublich, so die Weiten, die Landschaften, wo einfach hat ein kleines Dörfli und dann einfach kilometerweise nie, keine Zivilisation, überhaupt nicht. Wir sind natürlich sofort wieder auf den See ab und haben dann die Küste wieder abgesucht. Ist denn irgendwo Eis? Und dann tatsächlich haben wir so die ersten Eisformationen gesehen. Genau für das sind wir eigentlich dort angereist. Wir sind so glücklich gewesen, weil wir haben nicht gewusst, finden wir das überhaupt. Und wir sind natürlich sofort etwas auf Klettern. Wenn es so kalt ist, dann zieht sich das Eis zusammen und es gibt eine extrem harte und wenn so eine glasige Oberfläche. Und wenn man dann mit dem Pickel reinschlägt auf das Eis, dann splittert es extrem stark und man muss recht viel Energie aufwenden, um wirklich die Klinge durchzuschlagen. Wir haben so ein bisschen nach diesen Eishälen neu gesucht. Das sind halt so Buchten, wo im Sommer das Wasser unten innen geht. Und jetzt im Winter hat man natürlich in die Eishälen innen gehen. Das ist ja alles ein riesiger Eisteppich. Dass wir nicht nur auf dem Westufer bleiben vom Baikalsee, sondern wir wollten eine Traversierung oder eine Querung machen über den ganzen See. Das ist ungefähr 50 und 80 Kilometer breit. Und die Eisschicht, die ist dann ungefähr nur so vielleicht 25 cm dick gewesen. Und man muss sich vorstellen, also 25 cm und nachher 1500 Meter.
einfach nur Wasser. Man kann nicht immer nur gerade drüber fahren, weil die Chance, dass das Auto plötzlich bei so einem Riss einbrechen würde, ist dann einfach zu gross. Und unsere Fahrer, die haben dann wirklich irgendwo einen Weg, mega zickzack da hin und her, wie wenn wir bei einem grossen Gletscher halt schauen, dass wir nicht auf Spalten stehen. Dann sind wir mit unseren Fahrern gleich zu Nacht essen. Aber dann haben unsere Fahrer gesagt, sie hätten richtig Angst vor dem. Und wenn sie das davor gesagt hätten, bevor wir hier in das Auto gehockt wären, dass sie nicht wissen, ob das Eis hebt oder nicht. Ich meine, wir wären doch nicht in der Welt auf die andere Seite gefahren. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie eingestiegen. Also ehrlich, ich bin ein schlechter Schwimmer. Gut, dann nützt sich das Schwimmen auch nicht mehr, oder? Aber das haben wir nicht immer gedacht, oder ich zumindest habe gedacht, das ist hundertprozentig sicher, was wir hier machen. Ja, die werden wissen, was sie machen, oder? Aber das ist nicht ganz so, oder? Noch etwas klettern, das war nicht schwierig oder was auch immer. Aber es ist einfach allein dort zu sein, nur mit unserem Team und da etwas klettern bei diesem wirklich wunderbaren Licht. Das war etwas, wo uns natürlich lange in Erinnerung bleibt. Als wir nachher abgefahren sind mit unserem Auto, dann kurz bevor haben wir etwas gesehen, sich irgendetwas bewegt. Die Begegnung mit dem Fuchs war gerade für mich Daddy natürlich interessant oder schön, weil er ist Wildhüter. Und dass nachher dort der Fuchs kam, der uns da nachher wirklich zur Hand uns gefressen hat, das bleibt ihm sicher in lange Erinnerung. Wo wir dann die langen Küsten abgefahren sind. Wir haben an vielen Orten wieder gestoppt. Wir haben geschaut, ist es möglich, irgendwo zu klettern oder nicht. Umso mehr, als wir an unseren Fahrern haben können sagen, was wir eigentlich suchen. Es war am Schluss eine sehr grosse Hilfe, dass die Fahrer uns gezeigt haben, hey, geht doch vielleicht besser da, weil dort sieht es gut aus und so weiter. Martin und ich haben dann so eine Eisformation gesehen. Wir haben rechts und links und hinten und vorne plötzlich ganz viele Möglichkeiten gesehen. Und für uns ist das wie nach der Suche von vielen Tagen, wo wir viel investiert haben, haben wir das erste Mal wirklich richtig können klettern. Es war meistens recht kurz und wo wir nach dem Ausstieg ist dann eigentlich die Hinterseite sehr flach und meistens haben wir gerade auf die Hinterseite ablaufen. Wir haben nachher dort so die erste Route so im 7. Schwierigkeitsgrad ungefähr geklettert. Ich meine, das ist auch faszinierend, weil man weiß, dass dort noch niemand war, dass man jetzt als Erster an diesen Griff hängt, auf diesen Tritt steht. Und wenn man natürlich dann irgendwie durchklettern kann und das alles so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat, dann ist das einfach immer ein lässiges Gefühl. Wir waren eigentlich schon zufrieden, weil wir sind von daheim gestartet und wir haben nicht gewusst, ob wir je nur irgendeinmal unsere Eisbeckel ins Eis hineinschlagen. Und dass wir so coole Routen machen können, das hätten wir nie gedacht, weil wir haben keine Infos gehabt, wir haben nicht gewusst, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wir haben gedacht,
Hey, vielleicht gibt es noch coolere Sachen. Vielleicht gibt es noch Linien, die noch schöner sind, die noch perfekter sind. Wenn man etwas erreicht, dann wird man natürlich mehr und so ist es weitergegangen. Beim Vorbeifahren haben wir einmal so einen Ort gesehen, wo so eine, ja, es ist wieder so ein ganz grosser Riss durch eine Felswand gegangen. Im unteren Teil ganz, ganz schmal und im oberen Teil ist es dann so ein bisschen zu einem Kamin ausgelaufen. Eine der ganz grossen Herausforderungen ist eigentlich so ein bisschen das, mit dem Umgang von der Kälte, vor allem gerade im Bereich der Finger. Weil durch das es ja nicht so einfach ist, kann man euch nicht allzu dicke Hände anlegen, dass man ein bisschen Gefühl hat. Und vielfach ist es natürlich, wenn die Hände oben dran sind, dann geht alles Blut zurück. Und die Hände werden natürlich kalt. Und dann muss man immer ja, relativ stark die Hände wieder wärmer machen, dass man überhaupt die Griff heben kann. Jedes Mal, wo wir hier gelaufen sind auf dieser Fläche, nur schon der Schnee. Der Schnee, wenn es unter den Sohlen der Schuhe so richtig knirscht. Und das ist einfach ein Zeichen von Winter, von Kalt. Und das gibt uns wirklich so in Erinnerung. Das Eis ist wie so eine. Das ist wirklich wie so Musik, wenn man so drüber läuft. Und ich liebe das Geräusch. Am letzten Tag haben wir dann wirklich auch können, unser Highlight noch klettern. Die Routen, die wir bis zu diesem Zeitpunkt geklettert haben, die sind nicht technisch mega schwer gewesen. Es ist bis an 7. Grad gegangen, sage ich. Aber jetzt haben wir wirklich etwas gefunden, wo so beim einen oder anderen Schritt, wo man wirklich muss sagen, ja, ich bin recht froh gewesen, dass ich dann gleich so ein gewisses Niveau hatte. Die Route ist so oberen 8. Schwierigkeitsgrad. Wir konnten jede Sicherung selber legen. Also wir mussten nicht mehr reinschlagen, wir haben keine Bohrhaken gebraucht. Die Route ist jetzt wieder so, wie sie war. Wo wir dann, der Martin und ich, so zuoberst von dieser Klippe gestanden sind, wir haben eine super Route klettern. Wir haben so viele Tage gehabt, wo nie mehr werden wir das vergessen und wir als Team haben einfach eine gute Zeit zusammen gehabt. Und einfach für uns ein perfekter Abschluss von einer wirklich mega schönen Reise gewesen. Für mich war es ganz ein spezielles Erlebnis gewesen, dass meine Tati dabei war, irgendwo auf Expedition zu gehen, wo ein komplett neuer Ort ist, wo man einfach Zeit hat, miteinander irgendetwas zu machen. Das ist, ich glaube, für beide ist das mega schön gewesen. Man hätte sich nicht vorstellen können, eigentlich, dass es wirklich gerade so kalt ist, oder? Ja, nachher ist nur noch minus 25 gewesen. Ja, das ist eigentlich schon warm. Aber so minus 35 und nachher noch Winter. Ja, der Wind war brutal. Einfach die Landschaft hat mich wirklich interessiert. Und ja, wie sehen die Häuser aus dort? Wie leben die eigentlich? Wo man durchgefahren ist und die Einfachheit gleich wieder. Und ob es das Eisherd ist oder der Fels. Das ist für mich nicht so wichtig. Aber es war lässig, sehr lässig. Also wirklich also ein Erlebnis, ja. Wenn ich jetzt zurückschaue an die Reise auf Sibirien, natürlich mit diesen
Highlights, die wir geklettert haben an Routen, dann ist mir zu 100% bewusst, dass es keine irgendwie bergsteigerisch grosse Relevanz hat, weil es ist zu kurz, es ist zu einfach. Und ich meine, manchmal geht es nicht nur um Schwierigkeit, um Geschwindigkeit und all diese Sachen. Manchmal ist es halt noch das Abenteuer als Ganzes und vielleicht auch ein bisschen das Suchen oder einfach etwas machen, wo man nicht weiss, wie es genau rauskommt, gerade so spannend.